Hallo Leute, ich möchte heute auf einen Kommentar eingehen und nochmal was zu dem Video von gestern sagen. Der Kommentar besagt, wenn deine Katzen Lucy nicht sehen sollen, dann mach die Rollläden runter. Es ist, was? Aber man kann nicht die Katze wegscheuchen, nur weil die eigenen Katzen nicht damit klarkommen. Vielleicht bist du neu auf dem Kanal, aber ich möchte dir nochmal kurz zeigen, das ist unser Haus und dahinter, das ist unser Garten. Der ist komplett eingezäunt und wenn ich nicht möchte, dass irgendjemand oder irgendein Tier in meinem Garten ist, dann kann ich sehr wohl rausgehen und das Tier zur Tür begleiten. Nett gesagt. Aber Fakt ist, und das kann man auch nur wissen, wenn man diesem Kanal schon etwas länger folgt, ich liebe alle Tiere. Und alle Tiere sind bei uns im Garten herzlich willkommen. Früher gab es nur ein Problem. Apollo hatte Fall und hatte deswegen Zahnschmerzen. Und wenn Lucy da war, hat es ihn sehr aufgeregt. Und ich kann vermuten, ich habe auch einen Kommentar in der Richtung gelesen, wo ich mir auch dachte, ja, das war auch mein Gedanke, dass durch die Aufregung ich kann mich nicht konzentrieren. Durch die Aufregung seine Zahnschmerzen verstärkt wurden, wenn es so anfängt zu pochen. Kennt ihr das? Dann und er kann das sonst an niemandem rauslassen. Dann hat er Cosmo angegriffen und das hat die Stimmung richtig mies gemacht. Er hat sich richtig schlecht gefühlt und deswegen dachte ich damals, ja, besser Rollläden zu machen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Also ich habe die Katze nicht verscheucht, ich habe die Rollläden zugemacht. Jetzt ist es so, Apollo hat scheinbar keine Schmerzen mehr, toi, toi. Und hat gestern Cosmo, auch nachdem Lucy da war, sehr freundlich behandelt. Also es ist tatsächlich kein Problem, dass die Katzen Lucy sehen. Das Problem war nur, ich habe sie reingeholt, es war dunkel. Ich habe sie nicht reingeholt, sie sind von alleine reingekommen. Aber sie wollten eigentlich nur was fressen und wieder rausgehen. Und ich dachte, ich mache die Tür auf und lasse sie wieder rausgehen. Und als ich das tun wollte, habe ich gesehen, Lucy ist da. Zum Glück habe ich sie nicht rausgelassen, sonst hätten wir nämlich das Problem wie damals bei Noah, dass Apollo Noah gejagt hat und ist hinter ihm her über den Zaun gesprungen. Es war dunkel, ich bin alleine zu Hause mit drei Kindern, nein, mit einem Kätzchen und zwei Katzen. Und ich hätte sie nicht so alleine lassen können und Apollo oder Cosmo suchen gehen können. Deswegen war es wichtig, dass die Katze aus dem Garten weg ist, damit ich sie rauslassen kann, gefahrlos, ohne dass es einen Kampf gibt oder dass meine Katzen mir abhauen im Dunkeln und ich sie nicht wiederfinden kann. Nochmal für alle, falls ihr noch nicht lange hier dabei seid, meine Katzen sind keine richtigen Freigänger. Sie haben den gesicherten Freigang hier, ansonsten auch an der Leine, wenn sie irgendwie außerhalb des Gartens spazieren wollen. Bei Cosmo habe ich manchmal das Gefühl, der Garten reicht ihm nicht aus, also gehen wir nochmal extra im Wald an der Leine spazieren. Genau. Weil besonders Cosmo leidet unter HCM. Und wenn ich ihn zum Freigänger machen würde und er irgendwie drei Tage nicht nach Hause kommt, ne, wenn ihr Nadine dem Kanal folgt, von dieser eine Katze, und da ist ja Wally, der verschwindet auch öfter mal für 3-4 Tage, weil er einfach auf Streifzüge geht, ganz normal bei Katern. Cosmo braucht aber täglich seine Tablette. Und ich kann nicht riskieren, dass er die Tablette nicht bekommt. So, deswegen gibt es bei uns nur gesicherten Freigang. Und natürlich auch wegen der ganzen anderen Gefahren. Überfahren werden, vergiftet werden, geklaut werden und misshandelt werden. Es gibt super viele Tierhasser, die einfach, wenn sie eine Katze auf der Straße sehen, extra draufhalten. Ja, das ist Realität, Leute. Und ich hatte Freigänge. Und ich habe in einem sehr sicheren Dorf gelebt. Die eine Katze wurde vergiftet, die andere ist verschwunden. Ja, so ist das. Und ich schließe hierbei nicht aus, dass Freigängerkatzen am glücklichsten sind. Allerdings liegt das in unserer Verantwortung, auch für die Sicherheit zu sorgen. Und natürlich auch, dass die Katzen glücklich sind. Aber man kann auch eine glückliche Katze mit gesichertem Freigang erreichen. Das geht. Alles ist möglich. Man muss nur Zeit investieren. Und man muss es wollen. Darüber wollte ich jetzt aber gar nicht diskutieren. Ich bin mir sicher, euren Katzen geht es bei euch gut, so wie es ist. Und manche Katzen kann man auch gar nicht einsperren. Die sind Freigänger und die bleiben Freigänger und es geht gar nicht anders. Anderes Thema. So, Fakt ist, dass ich gestern nur rausgegangen bin, um zu gucken, ob Lucy noch da ist. Und habe auch in die Hände geklatscht, damit sie auch wirklich nicht mehr da ist, weil ich die Katzen nochmal rauslassen wollte und damit sie auch in Sicherheit sind. Aber ja, natürlich würde ich, wenn es so wäre wie früher, wenn
Apollo immer noch total verärgert wäre, weil er Lucy sieht, müsste ich wieder die Rollläden runtermachen, so wie ich das früher gemacht habe. Ja. Was anderes bleibt mir da nicht übrig, außer natürlich die Katze zu verjagen, was mein absolutes Recht wäre in meinem Garten. Aber das mache ich einfach nicht, weil ich mir denke, lass sie doch, ich kann auch die Rollläden zumachen. Dann sitze ich halt im Bunker. Ja, ist nicht weiter schlimm. Und es wurde öfter die Frage gestellt, ich merke schon, das wird so ein Frage-Beantwortungs-Video hier. Eigentlich eher trauriges Thema, wo sind Noah und seine Schwester Mila? Ach so, nicht zu verwechseln, weil ich habe auch einen Kommentar gelesen. Tatjana, du verrätst uns nicht alles, was du über Noah und seine Schwester Lucy weißt, denn anscheinend ist sie ja doch im Dorf geblieben, weil jetzt ist sie ja wieder da. Verwechselt Mila nicht mit Lucy. Lucy ist eine ganz andere Katze von ganz anderen Besitzern. Noah hat eine Schwester, die heißt Mila. So, zumindest waren das die Namen. Die sollten, ja, wie ist das Ganze abgelaufen? Eine Nachbarin hat mich gefragt, ob ich vielleicht irgendwie jemanden kenne, der die zwei aufnehmen könnte. Dann habe ich gesagt, nee, aber ich kann euch anbieten, meine Follower zu fragen, ob da jemand bereit ist. Und da hat sie den Kontakt hergestellt. Und dann hat die Besitzerin von den Katzen gesagt, hey, ja, wäre cool, wenn du uns da helfen würdest. Also habe ich das gemacht. Ich habe überall Aufrufe gemacht. Hey, kann jemand diese zwei Katzen adoptieren? Im Endeffekt haben sich dann auch tatsächlich viele Menschen gemeldet am Ende, die bereit wären. Und die Familie hat sich ausgesucht, dass zwei super liebe Mädels hier bei uns aus dem Dorf die Katzen aufnehmen würden. Genau. Und es stand auch schon alles fest. So, die Mädels haben alles vorbereitet, besorgt, alles abgesprochen. Und dann hieß es plötzlich, nee, ihr bekommt die Katzen doch nicht. Wir geben sie zu Verwandten. Genau, so ist es abgelaufen. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wo die beiden Katzen sind, was mit denen ist. Ich hoffe, ich kann nur hoffen, dass es denen gut geht. Und wünsche ihnen natürlich das Allerbeste und drücke wirklich die Daumen, dass sie es gut haben. Und dass sie trotzdem weiterhin ihren Freigang genießen dürfen, wo auch immer das dann ist. Das ist auch schon alles, was ich darüber weiß. Und hoffe, dass ich euch damit die Frage beantworten konnte. Was ist das hier? Hm? Ist das hier ein kleines müdes Kätzchen? Ja? Kätzchen. Ich muss heute den ganzen Abend wegbleiben. Das heißt, wir können erst abends wieder raus, wenn wir zurückkommen. Aber das wird wahrscheinlich erst gegen 20, 22 Uhr sein. Ja. Ist das in Ordnung, mein Baby? Aber keine Sorge. Ihr steht immer unter Beobachtung. Ich habe zwei fahrende Kameras, da kann ich mal unten gucken. Ich habe noch eine Kamera oben in der Ecke stehen, dann kann ich von oben gucken. Und mit allen Kameras kann ich mit den Katzen reden. Ja, ich weiß, voll verrückt. Aber das beruhigt mich. Es beruhigt mein Gemüt, wenn ich weiß, dass es meinen Babys gut geht. Und die stört das nicht. Ja. Ja. Könnt ihr euch zu zweit beschäftigen ein paar Stunden? Hm? Geht das? Ich denke schon, oder? Ja, und wenn wir uns heute nicht mehr sehen, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und später Abend. Bis morgen. Ciao.